Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit dem ersten FSV Mainz 05. Willkommen zum Rückrundenauftakt am 13. Januar 2018. Das erste Pflichtspiel des Jahres steht auf dem Plan am 21. Spieltag. Ich hoffe, diese Zahl bringt uns Glück, bringt den Mainzern Glück, denn die 21 ist meine persönliche Lieblingszahl. Heute spielen wir gegen den Tabellenletzten momentan aus der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Trotz des Tabellenstandes sollten wir sie nicht unterschätzen. Und ich sage es immer wieder, wir sind ja gerne mal ein Aufbaugegner für etwas schwächende Teams. Bevor es losgeht in den Spieltag, ganz kurz, vielleicht ist sogar mittlerweile schon auch sowas erschienen. Ich habe es schon im letzten Part nebenbei angesprochen, deswegen sage ich es jetzt nochmal eben vorab. Es wird wahrscheinlich schon ab dieser Woche, vielleicht ist es sogar schon angelaufen, aber spätestens ab nächster Woche ein kleines Special geben zur FIFA 2014 Weltmeisterschaft in Brasilien. Die meisten von euch werden es bestimmt mitbekommen haben. Es ist ja ein kleines Update für den Ultimate-Team-Modus rausgekommen. Nur für die Fußball-Weltmeisterschaft, sprich, man kann dort Karten erwerben, ziehen, ganz normal wie im Ultimate-Team-Modus auch, bloß halt nur mit WM-Spielern. Und den werde ich mir auf jeden Fall etwas genauer anschauen, weil sich viele gewünscht haben, dass ich mal ein bisschen mehr Ultimate-Team zeigen soll. Und von daher gehe ich dem Wunsch, wenn auch ein bisschen verzögert, endlich mal nach. Das heißt eventuell, dass auch schon ab dieser Woche jeden zweiten Tag erst ein Karrieremodus-Part folgen wird. Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber vielleicht habe ich das auch schon gestern erzählt, also am letzten Tag erzählt. Vielleicht ist schon ein Part rausgekommen vom FIFA 14 Weltmeisterschafts Ultimate Team Modus. Von daher, wenn das so sein sollte, vergisst, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt zurück zum Karrieremodus. Wie gesagt, 21. Spieltag bei regnerischem Wetter. Und natürlich ist dort der Schiedsrichter Heimo Wasserschneider. Wer auch sonst? Unser Team, ohne großartige Überraschung würde ich sagen, Dragovic und Tah bekommen das Vertrauen in der Innenverteidigung. Ansonsten gewohntes Bild in der Startaufstellung in der Fußball-Bundesliga. Vorne Stürm, Lacazette und Della Fiore. Sie beschrieb es, der noch ein bisschen Motivation von Thorsten Lieberknecht vor dem Spiel bekommen hat, sitzt zunächst nur auf der Bank. Rückrundenauftakt, das Jahr 2018 beginnt nach einer sehr kurzen Winterpause. Wer den letzten Part nicht geschaut hat, sollte das nochmal nachholen, denn da sind uns zwei, ich denke, gute Transfers für die Zukunft gelungen. Für die kommende Spielzeit konnten wir zwei Neuzugänge präsentieren, nämlich Matthias Ginter von Sportclub Freiburg und Sean-Paul Bötius von Feyenoord Rotterdam. Ein bisschen unspektakulär verpflichtet, beide ablösefrei, beide erst ab der kommenden Saison bei Mainz 05 unter Vertrag. Aber wie gesagt, für die Zukunft schon mal großartig vorgesorgt. Aber hier zählt das hier und jetzt in der Kofas Arena unter der Einlaufhymne. Wie sollte es anders sein? Rot und Weiß. Wir haben nochmal kurz die Tabelle gerade gesehen. Wir sind momentan Tabellenachter und wollen in der Rückrunde jetzt nochmal Richtung europäische Plätze angreifen. 5 Punkte entfernt vom HSV, die momentan den 6. Tabellenplatz belegen. Und das ist die Elf der Hoffenheimer mit El-Younoussi als besten Torschützen, links offensiv im Mittelfeld. 3 der 4 Abwehrspieler haben bereits 4 gelbe Karten gesammelt. Da müssen also einige mit Vorsicht zu Werke gehen bei den Gästen. Aber die Mainzer, die stoßen zunächst an in Rot und Weiß, natürlich von links nach rechts, mit Lacazette und Della Fiore im ersten Durchgang. Mal gucken, wie wir reinkommen. Müller, jo, das ist doch gleich mal ein netter Auftakt.
zu dieser Rückrunde von El Yunusi, den Norweger, der Nikolai Müller da von hinten in die Hacke tritt, trifft zwar auch den Ball, aber das ist ganz klar ein Foulspiel und muss auch mit Gelb geahndet werden. Erste Standardsituation, getreten von Timothy Schändler, den Ball sehr gut reinbringt. Und Johannes Geis, der Mann aus dem zentralen Mittelfeld, zuletzt am Ende der Hinrunde sehr formstark, 3 Tore gemacht in den letzten 3 Spielen, hat auch ein bisschen seine Torgefahr entdeckt. Dortmund geht früh in Führung gegen München Gladbach, der Tabellenführer. Aber wir müssen jetzt erstmal auf El Yunusi aufpassen. Der Norweger, bester Torschütze mit der guten Hereingabe. Und da sieht die Mainzer Defensive mal wieder desolat aus. Was macht Jonathan Tah denn da? Und was war das für eine Aktion von Schürrle? Aber ist gut gegangen. Kontermöglichkeit über Della Fiore. Lacazette ist in der Mitte. Versuchte Flanke vom Italiener. Abgeblockt. Ich glaube, es war Sebastian Rudi. Nächste Standardsituation nach der ersten Riesenchance für die Gäste, die nur den Pfosten trafen. Fabrice Sankala. Schürrle in der Mitte, kommt nicht dran. Bittencourt nochmal. Geben Biteko, den Brasilianer. Gute Flanke, aber zu weit. Und was war das denn für ein technischer Patzer, möchte ich schon sagen, von Della Fiore. Das war jetzt nicht unbedingt nur ein Platzfehler. Den hätte er durchaus ein bisschen besser verwerten können. Della Fiore setzt aber nach, will den Ball zurückholen, schafft es aber nicht ganz. Schade. Gut gemacht von Aqua, verliert jetzt aber den Ball. Kein Foulspiel, doch Foulspiel, aber von den Hoffenheimern habe ich jetzt ehrlich gesagt andersrum gesehen. Aber wenn wir den Ball haben, ist ja alles in Ordnung. Nächster Freistoß. Fabrice in Sankala bringt den Ball rein. Kopfballverlängerung von Tah. Nochmal Tah. Das ist kein Abseits von Bittencourt, aber Kevin Castells, der Belgier, ein Schritt vor ihm am Ball. Schade. Also geht auf jeden Fall offensiv los auf beiden Seiten. Beide Defensivreihen noch nicht perfekt gestaffelt nach der etwas kurzen Winterpause. 4 Wochen außer Spielbetrieb. Da muss man erstmal wieder ein bisschen auf Temperatur kommen. Vor allem unsere Innenverteidigung. Dragovic mit dem Fehler. Holla, die Waldfee, Leute. Macht mich doch nicht schwach. Jetzt macht Dragovic den Fehler wieder gut. Und da klärt etwas merkwürdig, aber erklärt. Hoffenheim geht sehr früh drauf. Da spielen wir lieber nochmal zurück zu Olli Baumann. Der mit dem langen Ball, aber abgefangen. Bittencourt, gutes Zweikampfverhalten. Raus auf Schändler. Und die Hoffenheimer, die gehen extrem früh ins Pressing. Wenn wir da eine gute Konterchance erzwingen können und uns den Ball nicht in den Rücken zuspielen, könnte da wirklich was draus werden. Das ist Biteko, der junge Brasilianer. Sebastian Rudi, mittlerweile auch deutscher Nationalspieler geworden. Hugo Vieira, die einzige Sturmspitze, wieder Rudi Ludwig, gut durchgesteckt. Was macht unsere Endverteidigung? Die hat Glück, denn Sebastian Rudi springt der Ball vom Fuß und ins Tor aus. Abstoß für Oliver Baumann. Kurz getreten auf Schändler. Nikolai Müller, unser Kapitän, der ja auch ein Angebot bekommen hat in der ersten Phase der Winterpause vom FC Everton, unseren Gruppengegner in der Europa League. Die hätten wir unseren Kapitän 5 Millionen Euro geboten, was wir aber dankend abgelehnt haben. Fehler Bittencourt, aber der Pass von Rudi kommt nicht durch. Dragovic steht ja diesmal goldrichtig. Langer Ball von Müller. Jonathan Tah hat sich dann nach vorne geschlichen. Und kommt der Ball vom Kapitän ein bisschen genauer, steht der Innenverteidiger alleine vor dem belgischen Nationaltorwart, der Belgier, hinter Mignolet und Courtois. Das ist Aqua. Mittlerweile im Real-Life nicht mehr bei der TSG aus Hoffenheim angestellt. Nächster Fehlpass von Rudi. Della Fiore versucht das Spiel schnell zu machen, Ball kommt aber nicht an. Wieder Aqua. Das ist Biteko, guter Ball auf El Yunusi. Schändler dazwischen. Und war der Hoffenheimer war noch zuletzt dran. Sehr gut verteidigt vom Rechtsverteidiger Timothy Schändler.
der ja auch mit zur Fußball-Weltmeisterschaft unter Jürgen Klinsmann für die USA fährt. Sehr guter Ball von Müller auf Lacazette. Der zurück auf Nicolai Müller, der mit dem langen Ball Richtung Della Fiore. Aber Castells ist draußen, in Sankala nochmal. Bittencourt, Geis. Sehr schöner Pass auf Della Fiore, Pfosten! 36. Minute, die größte Chance für die Gastgeber, für die Mainzer, die nochmal kommen. Della Fiore und wieder Castells. Jetzt deutliche Chancen plus für unsere Mainzer. Della Fiore, zwei gute Chancen und wieder mal trifft er nur den Pfosten. Da muss sich mal jemand von euch die Mühe geben und die ganzen Pfostentreffer, die Della Fiore erzielt, mal mitzuzählen. Das ist ja unfassbar. Schürrle, schöner Doppelpass. Nächster Doppelpass. André Schürrle gegen Beck. Kein Foulspiel vom Kapitän der Hoffenheimer. Die sich hier spielerisch sehr gut befreien. Tag kommt nicht dran. Aber dann kriegt er ihn doch noch gegen Alexander Ludwig. Zurück zu Baumann. Langer Ball. Lacazette. Oh, der rutscht durch zu Della Fiore. Den kriegt er. Jetzt muss Lacazette in die Mitte. Gute Flanke, komm. Oh, die Flanke zu ungenau. Rojo, der Argentinier, noch dazwischen. Schade, das war eine riesen Kontermöglichkeit. Dragovic, gutes Zweikampfverhalten. Ach, was macht André Schürrle, was er, glaube ich, hier, der den Ball hat durchrutschen lassen. Da war ich schon mit dem Auge eine Position, eine Station weiter. Schändler, gut abgefangen. 3 Minuten Nachspielzeit im ersten Durchgang. Ah, Fehler von Müller gegen Johnson. Den Ball gegen Gladbacher. Aber gutes Zweikampfverhalten von Schändler. Konter. Wenn es schnell geht. Über Lacazette. Ah, wird noch gefoult. Kriegt er noch einen Stupser mit. So, die nächste Freistoßsituation. Dragovic, diesmal machen wir es mal kurz. Bittencourt. In Sankala. Schürrle vertändelt den Ball. Keine gute Aktion. Jara, die Sturmspitze mit hinten. Und das war die letzte Aktion im ersten Durchgang. Es geht torlos in die Kabine. Chancen waren da auf beiden Seiten. Aber von der Qualität als auch von der Anzahl her müsste Mainz 05 eigentlich hier schon führen. Castells und einmal der Pfosten verhindern die Mainzer Führung. Natürlich wird auch auf den anderen Plätzen in der Fußball-Bundesliga zum Rückrundenauftakt gespielt. Schalke führt in Nürnberg 1-0. Dortmund führt im Borussen-Duell gegen Gladbach 2-1, Hannover-Bremen torlos, Hertha gegen Wolfsburg 1-1, Stuttgart führt gegen den FC Augsburg mit 1-0 und hier steht's, wie gesehen, nach 45 Minuten ebenfalls noch torlos, 0-0. Spielerisch über weite Strecken eine gute Vorstellung bislang, was fehlt, ist mal wieder ein Tor und das werden wir hoffentlich im zweiten Durchgang jetzt nachholen. Zunächst ohne Veränderungen. Und das Mainzer Publikum gleich von Anfang an da, wollen unser Team unterstützen. Rudi, sehr guter Ball da auf Eljun Nussi, aber Nicolai Müller gut mit nach hinten gearbeitet. Schändler, André Schürrle, von ihm muss einfach mehr kommen. Nicht nur in diesem Spiel, sondern allgemein in der Fußball-Bundesliga. Geis. Della Fiore, oh, in den Rücken von Lacazette gespielt, schlecht vom Italiener. Aqua mit sehr vielen Ballkontakten, aber da kommt die Pico nicht an diesen Ball heran. Sankala, Della Fiore, perfekt durchgesteckt auf Alexandre Lacazette und er schiebt den Ball vorbei. Kevin Castells wäre niemals rangekommen. Wird er noch leicht behindert vom Fabian Johnson, war es, glaube ich. Aber den muss der Franzose ein bisschen besser aufs Tor bringen. Schade. Seine erste Torchance in diesem Spiel hat er bereits 8-mal in dieser Bundesliga-Saison getroffen. Dragovic gut gemacht. In Sankala. Schürrle. Das war mal ein Weltklasseball von André Schürrle. Und jetzt Della Fiore. Und wieder Kevin Castells. Solche Pässe wollen wir sehen von André Schürrle, Della Fiore. Und der muss doch einfach mal rein. Castells, überragender Reflex, wehrt zur Ecke ab. Fabrice in Sankala, nächste Standardsituation. Bittencourt, abgefälscht, abgeblockt. Hoffenheim kann klären. Diarra, Ludwig,
Und die Hoffenheimer versuchen es wieder spielerisch. Und dann kommt manchmal sowas dabei raus. Wenn Innenverteidiger versuchen, Fußball zu spielen. Nächste Ecke. Während Hoffenheim das erste Mal tauscht, Eugen Polanski, der ehemalige Mainzer, kommt für den laufstarken Aqua. Und die nächste Ecke, verpriesten Sankala, die kommt gut. Dragovic kommt aber nicht ran. Geis nochmal. Und das war jetzt Abseitsposition. Da hatte nochmal, ich glaube es war wieder Dragovic, nochmal zu einem Fallrückzieher angesetzt. Aber stand zuvor knapp im Abseits. Rocco. Und es bleibt dabei, sie versuchen es wirklich spielerisch alles zu lösen hier. Die Gefahr ist, wenn wir da irgendwann mal zwischenkommen, dann steht Hoffenheim hinten sehr, sehr offen. Jonathan Tah lässt sich dazu gleich ausspielen. Polanski gegen Geis. Distanzschuss abgeblockt von Dragovic. Piteko nochmal. Andreas Beck, nächste Flanke, Kopfball, aber kein Problem für Olli Baumann. Kopfball kam von Polanski, schnell abgeschlagen, Konter, aber nur zwei Mainzer vorne mit Lacazette und Della Fiore, Schürrle. Ja, auch zu wenig Unterstützung jetzt gerade für ihn. Lacazette kommt nicht dran, Ludwig passt auf. Kommt Schürrle hin, wieder ein Schritt zu spät. Hugo Viera, kein Abseits, wollte ich schon sagen. War es am Ende doch von Biteko, dem Roberto Firmino-Ersatz, der offensichtlich gesperrt oder verletzungsbedingt nicht dabei ist, aber jetzt ausgetauscht wird durch Salihovic, den bosnischen Nationalspieler. Bittencourt. Nikolai Müller, der sollte eigentlich Richtung Lacazette gehen. Genau wie dieser Ball. Aber Rudi dazwischen. Zurückgespielt, Mainz findet momentan nicht in die Zweikämpfe. Hoffenheim technisch ganz gut dabei, spielt hier ganz bestimmt nicht wie ein Tabellenletzter. Rudi, da sieht die Abwehr zum Teil echt nicht gut aus, hat aber hier Glück in Person von Dragovic, dass der Ball zu Oliver Baumann abgefälscht wird. Vielleicht könnten wir jetzt auch mal wechseln. Noch gute 20 Minuten zu gehen. Vielleicht nochmal ein Siebeschriebers vorne reinbringen. Johannes Geis ist auch schon relativ angeschlagen. Buchtmann kommt mal für ihn rein. Und Siebeschriebers wird Della Fiore, den Glücklosen, heute mal ersetzen. Auf Della Fiore wurde letztens in den Kommentaren vom lieben FCK-Fan, liebe Grüße an dich an dieser Stelle, ein sehr schöner Reim geschrieben, ein sehr schönes Gedicht. Und alleine deswegen, Della Fiore ist Kult schon, hat Kultstatus hier in Mainz anerlangt, deswegen können wir ihn einfach nicht verkaufen. Johnson da von Nikolai Müller an den Ball. Bittencourt, komm. Ach, schade. Kontermöglichkeit für Hoffenheim und jetzt ist wieder Jonathan Tah, der da alles aufmacht. Sankala, komm. Sehr gut. Aufgepasst vom Franzosen. Lacazette, Geis, Bittencourt. Komm, spiel ihn ab. Perfektes Zuspiel. Auf Lacazette, nimmt ihn gut mit und wieder dieser Teufelskerl von Castells und dann Della Fiore, der Bittencourt da ablegen will, aber wieder in den Rücken. Müller setzt nochmal nach, der Capitano, super gemacht, er läuft weiter und läuft weiter. Schürrle, und was macht Schürrle denn, was macht Beck und was macht Schürrle und was machen die denn da alle? Da sind alle überrascht von dem, was der Gegenspieler da gerade eben tut. Geis, Schürrle, einfach mal drauf, das Ding. André Schürrle, einfach kein Glück heute. Jetzt können wir immerhin mal die Doppelwechselaktion durchführen. Bruchmann und Schriebers für die letzten 10 Minuten drin. Deutliches Chancen und Torschuss plus für die Gastgeber aus Mainz, aber es fehlt immer noch das Tor. Schriebers, erster Ballkontakt. Liebe Schriebers. Ah, oh, schade, Ball tick zu lang, sodass Lacazette ihn nicht erreichen kann. Castells mit dem Abschlag. Tah holt den Kopfball. Schriebers. Schön gespielt von Lacazette. Nikolai Müller gegen Johnson. Kommt er vorbei? Er kommt vorbei. Bringt auch eine Flanke, Lacazette springt aber nicht hoch, schade. Andreas Beck, der Kapitän, hat aufgepasst. Hugo Vieira,
der Portugiese auf El Yunusi. Mainz versucht hier früh zu stören. Aber meistens bleibt beim Versuch die Hoffenheimer bleiben. Am Ball, Lacazette jetzt mit dem Ballgewinn, Stivas. Schürrle, jetzt Spiel. Auf Müller. Den kriegt er noch. Müller, guter Einsatz. Aber er kriegt ihn nicht mehr rum. Zu Siebe Stivas, der in der Mitte völlig frei stand. Schade. Am Ende fehlt ein bisschen die Kondition. Und dadurch auch die Konzentration, noch den vernünftigen Abschluss zu erzwingen. So nochmal Hoffenheim mit der Chance. Nein, Polanski lässt den Ball ins Seiten ausrollen. Und das ergibt Hoffenheim nochmal die Möglichkeit zum dritten Wechsel. Natürlich auch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Hugo Vieira wird gehen. Der kleine Stürmer ersetzt durch Kosselu. Das ist Buchtmann. Der ist noch ein bisschen bei Kräften, aber der Ball von Nsankala kommt nicht durch. Schade. 2 Minuten Nachspielzeit nur. Geht's hier mit einem torlosen Unentschieden los in die Fußball-Bundesliga-Rückrunde. Es sieht momentan alles danach aus und jetzt ist es auch amtlich 0:0 am Ende. Kein überragender Auftakt zur Bundesliga-Rückrunde, wo wir eigentlich angreifen wollten. Und dann müsste man gegen Gegner wie Hoffenheim eigentlich gewinnen. Momentan Tabellenletzter. Aber wir wollen die Gegner natürlich nicht anhand der Tabellenposition bewerten. Denn so schlecht war Hoffenheim auf jeden Fall heute nicht wie ein Tabellenletzter. Haben gut, zum Teil sehr gut mitgehalten. Aber wir hätten dieses Spiel einfach gewinnen müssen. Wir haben einige Chancen liegen gelassen. Vor allem der gut geliebte Gianluca Della Fiore hatte heute die Führung 3 bis 4 Mal auf dem Fuß. Eine Chance muss einfach rein. Lacazette heute auch mit einer Chance. Ach ja, aber am Ende fehlt mal wieder das, was im Fußball zählt. Das alles entscheidende Tor. Die Noten trotzdem durchweg gut. Spielerisch bleibe ich dabei. War es eine ordentliche Leistung. Buchtmann und Schrievers wurden nicht mehr bewertet. Defensive relativ stabil, Jonathan Tah Spiel des Tages. Wobei, nee, Kevin Castells natürlich Spiel des Tages mit einer 9,5. Was er da zum Teil für Dinge rausgeholt hat, war schon aller Ehre wert. Zu Recht Tim Wiese endlich auch hier im FIFA 14 Let's Play von der Nummer 1 verdrängt. Endergebnis in der Fußball-Bundesliga, Schalke gewinnt in Nürnberg, Dortmund gegen Gladbach. Hannover spielt gegen Werder Bremen, 2 Konkurrenten von uns, ebenfalls nur unentschieden. Das wäre heute die Chance für uns gewesen, mal wieder. Konnten wir nicht nutzen, spielten ebenfalls torlos. Hertha gewinnt gegen Wolfsburg 2:1, etwas überraschend. Und Stuttgart verschafft sich ein bisschen Luft im Abstiegskampf 2:1 gegen den FCA aus Augsburg. Nationaltrainer auf Fährte USA, ich hatte es doch gerade noch im Part angesprochen, Timothy Schändler unter Jürgen Klinsmann bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Und jetzt bekommen wir eine Nationaltrainer-Offerte von den USA. Wurde Jürgen Klinsmann wohl entlassen, wa? Da werden wir natürlich sofort antworten und ablehnen. Denn ich sagte es ja schon einige Male, aber das letzte Mal war schon ein bisschen her. Aber es wird auf jeden Fall keine, oder ich werde auf jeden Fall keine Nationalmannschaft mehr in diesem FIFA 14 Let's Play trainieren. So, jetzt ist in der Tabelle nicht allzu viel passiert. Werder Bremen unentschieden gespielt, Hannover unentschieden gespielt. Düsseldorf scheint verloren zu haben. Ja, denn wir sind jetzt bis auf 5 Punkte an Düsseldorf dran. Der HSV und Leverkusen spielen allerdings noch. Können an uns vorbeiziehen, beziehungsweise noch weiter davonziehen. Und Hannover, apropos Hannover, das finde ich gut. Hannover schwächt sich selbst, indem sie ihre Nummer 1 Ron-Robert-Zieler verkaufen Richtung Dynamo Moskau, wo er Teamkamerad von unserem Ex-Mainzer Sean Parker wird. Interessant, interessant. Ron-Robert-Zieler, die Nummer 3 im deutschen Kasten, real-life-technisch, der mit zur Fußball-WM fährt, von dem ich persönlich nicht allzu viel halte. Und auch ein bisschen überrascht war, dass er mit zur Fußball-WM darf, hinter Manuel Neuer und Roman Weidenfeller als Nummer 3. Aber okay, auch einige Hannover-Fans waren sogar überrascht, habe ich immer wieder in manchen Foren gelesen, okay.
Die Squad-Berichte können wir getrost löschen. Die werde ich mir auch nicht mehr anschauen. De Jong wenig zu Stad Rim und bleibt bei Milan. Keine Ablöse für Kim Shan-Ching, Dung, Du Shunin und so. So. Draxler mittlerweile 10 Tore. Gareth Bale jetzt auf Position 3 in der Torschützenliste. Angeführt immer noch von Lukas Prato von Hannover. Ach, und HSV und Leverkusen haben gegeneinander gespielt. Leverkusen gewinnt 2:1. Sind noch irgendwelche interessanten Transfers passiert? Sieht nicht so aus. Rocket Junior ist bestimmt nicht der ehemalige Innenverteidiger von Bayer Leverkusen, der für seine Afro-Frisur damals berühmt war in der Fußball-Bundesliga. Auf jeden Fall hat sich da Real Madrid ein Talent anscheinend geschnappt. Wir gucken nochmal kurz auf die Tabelle. Und sieh einer an, Leverkusen hat uns durch den Sieg beim HSV überholt. Allerdings haben wir gleichzeitig dadurch auch den Abstand zum HSV etwas verringern können. Also es wird ein enger Kampf da um Platz 5, um Platz 6. Wolfsburg ist auch noch so ein bisschen in Schlagdistanz um Platz 4. Aber dann schon ein kleines Polster zu Schalke, Bayern und dem BVB. Okay, dann war es am Ende vielleicht sogar ein Punktgewinn, wobei natürlich heute auf jeden Fall 3 Punkte drin gewesen wären. Aber gut, nützt ja nichts, dem nachzutrauern. Gehen wir weiter im Kalender voran. Ein Spieler von uns befindet sich ja noch in Transferverhandlung, nämlich Arkadio Schmiedik. Den wollen wir ja möglichst verkaufen. Und sollte er sich entscheiden, Richtung Granada zu gehen, können wir noch 1 bis 2 Spieler für die kommende Saison verpflichten. Und damit unsere Personalplanung gewaltig vorantreiben. 3 neue E-Mails, aber scheint immer noch kein Vertragsabschluss. Jetzt fällt mir das Verb gerade nicht ein. Auf jeden Fall verpflichtet Inter Mailand Raphael Varane für 18,5 Millionen. Den Franzosen, der im Real Life ja vor einem Wechsel zum FC Chelsea stehen soll. Und Milik scheint sich immer noch nicht mit den Spaniern geeinigt zu haben. Doch, Spieler verkauft. Na wunderbar, warum sagt mir das denn keiner? Ich bekomme es gar nicht mit. 7 Millionen wurden unserem Transferbudget gut geschrieben. Wunderbar. Das heißt, wir können wieder Spieler kaufen, liebe Leute. Erstmal muss ich wieder ins Transferbudget, in die Finanzen. Und da werden wir jetzt gewaltig ins Gehaltsbudget stecken. Wow, wir haben auch richtig viel. Ja, sagen wir mal 120.000. Das sollte auf jeden Fall reichen für 2 weitere vernünftige Neuzugänge, die wir uns gleich anschauen werden. Aber vorher, bevor ich das vergesse, wollte ich Kevin Gastjung noch einen neuen Vertrag anbieten. Wenn ich ihn denn auf die Schnelle finde, da ist er. Den können wir jetzt auch locker 25.000 Euro geben nach dem Verkauf von Arkadio Schmiedik. Machen wir mal um ein Jahr und du bleibst wichtiger Stammspieler. Dann bist du auch erstmal sehr langfristig an uns gebunden. Wunderbar. Hätten wir das auch hoffentlich geklärt. Und jetzt gucken wir nochmal auf unsere Scouting-Liste, wo ich erstmal die ganzen neuen Spieler, die gescoutet wurden, löschen kann. Ja, wobei habe ich jetzt ehrlich gesagt, oder doch, habe ich Lust zu. Moore weg. Er kann weg. Er kann weg. Anthony Modeste, ehemalige Hoffenheimer. Jersey Altidor. So, dann haben wir wieder die Spieler, die ich ursprünglich auch alle drauf hatte. So, wen haben wir denn hier? Takashi Inui, wo kommst du denn her? Läuft dein Vertrag aus? Ach man, Leute, geht mal alle weg. Ich habe euch nicht auf die Liste gesetzt. Max Kruse, mittlerweile bei Hertha BSC untergekommen. Habe ich so auch gar nicht mitbekommen. Ach, kürzlich für 6 Millionen Euro von Gladbach verpflichtet. Deswegen habe ich es nicht mitbekommen. Okay, Al-Shihi, mein Hassspieler in FIFA 13, kann ebenfalls weg. Ach man, wo kommt ihr denn alle her? Ihr sollt alle weg. Okay, da muss ich doch ein bisschen weiter nach unten scrollen. Oh, Leute. Wer hat euch denn alle auf die Liste gesetzt? Das finde ich nicht nett. Alles voll gespammt. Jordan Matsch. So, jetzt sind wir hier bei den Leuten. Bötius und Ginter haben wir bereits verpflichtet. Und ich hatte ja versprochen, im Transferpart, sollte Milik uns verlassen, werde ich Asifu als Ersatz holen. Und dem werde ich jetzt auch ein Angebot machen. Kontaktieren nach Vertragsablauf verpflichten. 40.000.
kommst du mal für 4 Jahre, mein Freund. Ich gebe dir erstmal keine Rolle im Kader. Denn ich weiß deine Gesamtbewertung noch nicht so richtig. Aber er wurde von... Ich weiß gar nicht mehr von wem von euch. Auf jeden Fall wurde er mir empfohlen und deswegen hole ich ihn jetzt einfach erstmal. Oder versuche es zumindest. So, und dann hätten wir immer noch Geld für einen weiteren. Ich bräuchte dann noch einen Rechtsverteidiger und einen zentralen Mittelfeldspieler. Sebastian Jung würde sich anbieten als rechter Mittelfeldmann. Als rechter Außenverteidiger natürlich. Oder Schaluba von Nottingham als zentraler Mittelfeldmann. Ich gehe nochmal kurz raus und wieder zurück. Denn da oben waren ja noch ein paar Spieler, die gescoutet werden momentan. Dessen Verträge auch auslaufen. Mendy. Okay, der sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ballkontrolle bis 95, Grätsche bis 90. Holy shit. Der sieht richtig gut aus. Also die Werte sehen richtig gut aus. Sein Aussehen, der sieht aus, als hätte er eins aufs linke Auge bekommen. Der Arme. Was ist mit Ki? Der Südkoreaner, naja. Also Mendy wäre vielleicht noch eine Option. Oh, jetzt muss ich wieder ganz nach unten scrollen. Sebastian Jung. Sollen wir Sebastian Jung holen? Ich weiß es nicht, Lüde. Und dann holen wir uns in der nächsten Saison mal so einen richtigen Kracher fürs zentrale Mittelfeld. Der dann auch vielleicht Geld kostet. Caraba könnten wir auch noch vielleicht ein Angebot machen. Cornelius brauchen wir dann nicht mehr, wenn wir Asifur verpflichten. Oder Kenia vielleicht noch als... Nee. Ich glaube, wir machen Sebastian Jung noch ein Angebot. Oder auch nicht. Wechselt bei Vertragsende zum FC Malaga. Verdammte Hütte. Da sind wir zu spät gekommen, liebe Freunde. Ja, so manchmal... So ist manchmal das Leben. Okay, dann hat sich das mit Jung erledigt. Dann suchen wir... Am Anfang der nächsten Saison einen kaufpflichtigen, also mit Ablöse verbundenen Rechtsverteidiger. Und holen vielleicht jetzt noch Caraba. Der ist von den Bewertungen her richtig gut, der Mann vom FC Luzern. Und ist ein Spieler, so kann ich es mir zumindest vorstellen, den nicht unbedingt jeder kennt. Kenne ich zumindest real-life-technisch ebenfalls nicht. Ein Ägypter. Mamoun Caraba. Nochmal eben schnell nach oben scrollen. Wobei schnell ist natürlich immer relativ in Verbindung mit FIFA 14 auf den Konsolen. Aber wir haben es, glaube ich, gleich geschafft. Wir sind bei den Spielern angelangt, dessen Verträge auslaufen. Mendy. Ich glaube, Mendy ist noch interessant. Und wollen wir vielleicht noch einen zusätzlichen Innenverteidiger holen? Stärke 94 bis 99. Okay, der Junge ist auch 1,91 groß. Hat kaum Beschleunigung. Oh Gott. Ne, so ein Lahmarsch, so ein Daniel van Beuten 2.0 brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kongolo, Stärke und Sprungkraft. Holla, die Ballfee. Kopfball ist er auch im guten Bereich. Und für einen Innenverteidiger hat er einen vernünftigen Sprintwert. Sollen wir noch einen Verteidiger holen? Nach Matthias Ginter. Ginter kann ja bekanntlich auch im defensiven Mittelfeld spielen. Dann holen wir das Doppelpack, genau. Dann holen wir den Doppelpack von Feyenoord Rotterdam. Nach Jean-Paul Bütius holen wir auch Terence Kongolo. Hat auch nur 25.000 Gehaltsbudget. Beziehungsweise Gehalt pro Woche. Machen wir auch erstmal keine Mannschaftsrolle. Ach, jetzt bin ich wieder hier auf Shopping-Tour auf großer Einkaufstournee. Aber ich würde sagen, der Ägypter vom FC Luzern, der interessiert mich auf einmal auch sehr, sehr heftig. Dann holen wir noch 2 Spieler zusätzlich aus der Schweiz. Warum nicht? Das sind zwar jetzt nicht die Riesennamen, die wir da holen, aber das passt ja auch irgendwie so ein bisschen ins Bild von Mainz 05, oder? Mamoun Caraba. Oder, Schaluba.
den wir auch noch überhaupt nicht gescoutet haben. Naja, aber Engländer sind wirklich unrealistisch. Dann bleiben wir doch, oder doch Maximilian Arnold. Ach, Leute. Wie viel Gehalt hat er überhaupt? 40.000. Aber die Werte, die sind so gut. Ne, komm. Ich möchte ihn jetzt haben. Karaba. Nach Vertragsablauf verpflichten bitte. 40.000. 4 Jahre. Erstmal keine Rolle im Kader. Vielleicht ist er damit zufrieden. Marktwert 5,5 Millionen. Notfalls können wir ihn immer noch weiterverkaufen. So, wir haben einen Spieler verkauft in der Winterpause mit Arkadiusz Milik. Und dafür möchte ich jetzt 3 neue ranholen. Und zwar alle ablösefrei. Das ist geschicktes Management, meine Freunde. Gucken wir mal ganz kurz auf Transferverhandlung. Karaba, Kongolo und Asifua. Hören sich alle sehr afrikanisch an. Asifua ist auch ein Afrikaner. Kongolo hat auf jeden Fall auch afrikanische Wurzeln. Und Karaba ist ebenfalls ein Afrikaner. Denn Ägypten zählt ebenfalls zu Afrika. Nordafrika, aber Afrika ist Afrika. So, Leute, dann haben wir es auch geschafft mit diesem Part. Alaba will nicht zu Lazio Rom und bleibt beim FC Bayern. Chelsea verhandelt mit Napoli über Insigne-Wechsel. Nein, ich wollte nicht zurück. Bitte nach links. Danke. Oh, ist das eine Qual. Holy shit, be Jesus hier. So, ich wollte nochmal kurz auf die Transfers gucken. Dan Douglas von Dynamo Moskau wechselt zum FC Fulham. 2,8 Millionen. Varane haben wir vorhin schon gelesen. Und auch Hoa wechselt innerhalb der Ligue 1. Von Lille zu Bordeaux. Ach, und schau einer an. Der Transfer von Arkadiusz Milik ist sogar unter den Top 3 Transfers der Winterpausen-Transferperiode. 8 Millionen Euro hat der FC Granada für den polnischen Nationalstürmer überwiesen. Na wunderbar. So, beim nächsten Mal geht es dann aber weiter mit der Fußball-Bundesliga. Und wir reisen zum FC Augsburg. Auch ein Club, der relativ weit unten mit drin steckt. Aber wir haben im heutigen Part, im heutigen Spiel gesehen, wir tun uns ab und zu, vor allem was das Tore-Schießen angeht, ein bisschen schwer gegen vermeintlich kleinere. Ich hoffe, beim nächsten Mal bei Let's Play FIFA 14 Karrieremodus wird es nicht so sein, denn dann ist der FSV Mainz 05 zu Gast, wie gesagt, beim FC Augsburg und ich hoffe, ihr seid auch mit am Start. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!